Yo Leute, zurück zu FIFA 17 Saison Modus. Wir sind hier im Spiel gegen Paltarato. Ja, in den letzten Spielen haben wir jetzt nicht so überzeugt, das gebe ich ja gerne zu. Aber wichtig ist, dass ich jetzt nicht die Lust am Spiel verliere. Das Spiel auch wurde eben noch 2 Minuten. Gehen los ins Spiel. Ja. Aber wenn man den Spaß verliert, dann macht es auch keinen Spaß, Leute. Wow, was für ein schöner Faschus. Hallo? Das ist zu falsch. Der ist besser, aber nicht ganz gut. Ah, der war nicht. Der ist besser, aber auch nicht klar. Knapp vorbei. Knapp vorbei ist auch drin. Ah? Ach, da kommt der Bruder noch hin. Ja. Ja, das ist besser, dann hält er um. Der kommt auch nicht schlecht, aber ja, nicht so gut, Leute. Herzlich willkommen zu dieser Partie aus der ersten argentinischen Liga. Wir freuen uns, dieses Match für die kommentieren zu dürfen. Gut geht's, los geht's. Können wir hier einen Sieger haben? Hier nun die Aufstellung der Gastgeber. Werfen wir einen kurzen Blick drauf. Klassisch sieht das aus, Ihre Formation heute. Ja, innovativ ist es im ersten Schritt mal nicht, dieses 4-4-2. Bedeutet aber nicht, dass es nicht erfolgreich sein kann. Das könnte gefährlich werden. Ein Führer. Marquez. Und da werden Sie doch noch gestoppt. Das war eine gute Gelegenheit. Die Heimmannschaft aktuell mit den wenigsten Toren in der Liga, da geht offensiv zu wenig zusammen. 23 Jahre, das müssen sie dringend ändern. Und direkt zurückgespielt. Sauber vom Ball getrennt hier. Sie suchen das Loch in der Abwehr. Und er schießt. Ui, ja. Versuch, aber der Ball geht knapp am Tor vorbei. Fast, dann. Ey, das hat nichts zu tun. Ja. Wird jetzt gefährlich. Eckball. Die Flanke wird vom Verteidiger geblockt. Das wird ein Eckball geben. Yep. Ein Kopfball. Der geht an die Latte und zurück ins Kopfball. Jetzt geht's richtig los. Wir haben den ersten Treffer. Schönes Ding. Mit dem Kopf. Das sehen wir hier nochmal. Ah, ja. Kommt der Groß hinter den Ball und kann ihm genug Tempo mitgeben. Sehr gut gemacht. Ach, scheiße. Wir sind jetzt also in Führung. 1-0. Ja, 1-0 ist nicht die Idee. Jetzt kann er die Flanke reinschlagen. Er schießt. Die hat er einfach nicht genau genug gezielt. Da fehlt einfach die Konzentration. Da versuchen Sie es mit dem Doppelpass. Suarez. Den Ball spielt er gut. Sehr guter Einsatz. Baga. Jetzt wird's gefährlich. Oh, ich dachte, die machen mehr in dieser Szene. Aber jetzt haben sie den Ball verloren.
Defense. Vielversprechender Angriff, aber dann kommt doch noch einer dazwischen. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Da hat der Torwart gar kein Problem. Suarez. Defensive ist gut organisiert, da kommen sie nur schwer durch. Sie kommen nicht durch. Gut verteidigt und die Chancen vorbei. Gibt jetzt die Gelegenheit. Nein. Es sah so aus, als kämen sie durch, aber jetzt ist der Ball weg. Es sieht zwar nicht so aus, aber du brauchst technisch starke Spieler, wenn du so ein passintensives Spiel aufsetzen willst, wie sie es gerade tun. Sie scheinen sich den Gegner zurechtlegen zu wollen. Der Ball läuft gut, aber noch finden sie keine Lücke. Spielt den Ball in den freien Raum. Suarez! Er macht den Ball nicht rein. Schade. Damit zählt weiterhin ein Tor zum Ausgleich. Ein verdammtes Türchen. Den Ball holt er sich vollkommen problemlos. 0:1. Ein Tor haben wir in Halbzeit 1 gesehen. Und damit ist hier noch nichts entstanden. Jetzt geht's weiter. Der Ball rollt in dieser zweiten Hälfte. Jetzt könnte es gefährlich werden. Gute Idee, dieser Ball. Da schießt er. Super, sehr gut. Zum Torhüter. Zur Ecke abgewehrt. Was war das? Aufgepasst, er hat den Ball. Druck machen. Wir lassen Ball und Gegner laufen. Die Spieler sind einfach so sicher, da kannst du fast nicht in Ballbesitz kommen. Und jetzt die Chance. Klasse aufgepasst vom Torwart. Klar, dass sie die Führung aufbauen wollen. Jetzt gibt es Eckball, gute Möglichkeit also. Und er schießt! Kein Tor in dieser Szene. Das war die große Gelegenheit für einen weiteren Treffer. Und das hätte natürlich noch mehr Selbstvertrauen gegeben, wenn du hier mit zwei Toren vorne liegst. Jetzt müssen wir aufpassen. Gleich wird hier gewechselt. Die Gäste werden einen frischen Mann bringen. Da kann er ihn stoppen. Das könnte gefährlich werden. Was für ein schönes Jumping jetzt ab. Hey! Gute Freistoßposition, das ist eine gute Chance. Oh, ja. Er nimmt volles Risiko in diesem Zweikampf und verliert, ja, alles. Die Strafe kostet gleich, er muss runter. Und der Gegner kann sich aus gefährlicher Position verbinden. Marke. Sie suchen die Lücke. Das muss der Ausgleich sein. Gute Aktion vom Torhüter. Der Ball ist im Aus, es gibt Ecke. Suarez. Super Parade. Den Kopfball hält er. 20 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Jetzt schießt er! Da ist der Torwart da, gut gemacht. Sie können ihn heute einfach nicht überwinden. Unglaublich. Marquez.